bin ich doch nochmal da mit Star Wars, ja, Han Solo, die Story. Also bis jetzt nur Gutes. Marvel hatte ich heute viele Kunden, da musste ich staunen, denn einige Kunden waren da nicht gerade erbaut, dass die sich alle aufgelöst haben. Ich will nicht allzu viel sagen, aber wenn Spider-Man im Weltall und sich dann auflöst und so und die Mütter auch sprachen von Vater und Sohn, Konflikt, ne? Iron Man und Spider-Man sind ja jetzt irgendwie so verbunden. Auch da vorsichtig wegen Spoilern, aber wie gesagt, ich sag nur schwarzer Rauch, Auflösung und Dr. Strange sagt, hör mal, wir haben schon 14 Millionen Mal versucht, nur einmal geschafft und plötzlich war dann alle weg. Aber egal, alle weg und Thronos sitzt da auf irgendwas, ob das ein Thron ist, weiß auch keiner. Jedenfalls so endet es, im Nachspann wird dann nochmal Marvel of Shields auch aufgelöst, er da am Handy, quack, quack und tschuh, ist er auch weg. Die Sache und die Frage lautet nur, wenn sich bei Marvel alle so verkackeiern lassen, wieso regen sich denn die Leute bei Star Wars E8 so auf? So, die Marvel sind wohl pflegeleichter, die nehmen es halt wohl nicht so krumm bei Infinity War, dass es da zur Sache geht und dass sich alle da irgendwie auflösen. Deswegen muss natürlich ein zweiter Teil her, denn die müssen ja alle wieder zurück. Ist klar. Ne, so macht man Kohle und die Stars freuen sich auch. Jedenfalls die Jugendlichen, die hier waren, die fanden das alles gar nicht so gut. Einige haben sich richtig aufgeregt, also die waren richtig sauer. Jetzt kann ich natürlich dazu nichts sagen, weil ich habe den Film nicht gemacht. Ich kann nur sagen, ui, ne, ich kriege den Film leider erst später, weil ich Marvel leider nicht auf Leinwand anschaue, sondern nur zu Hause. Ich bin nur mal Star Wars und da wollte ich und deswegen habe ich auch angemacht. Es ist auch angekommen, die Sendung ist in Vorbereitung. Es geht hier jetzt wirklich los. Ich hatte heute nicht allzu viel Zeit. Ja, die Arbeit ruft. Und wie gesagt, das, also heute sollte an sich alles kommen. Ich nahm an, es wäre ein T-Shirt, aber war nicht. Bin etwas verwundert, aber egal. Ja, wenigstens habe ich sie auch bekommen. So, das ist auch so eine Sache. Auch so eine Miniserie von knapp 3 Minuten, die wir uns sehen können. Aber diese 3 Minuten haben uns doch hin und wieder was gezeigt. Und zwar so Zusammenhänge. Ja? Ich meine auch bei den Ewoks, wie da die Stormtrooper gegrillt wurden. Und Han Solo sagte, Chubby, mit seinen Tönen da, komm, lass sie grillen. Und wie dann Leia kam und sagte, nee, ey, ich weiß, dass ihr Hunger habt, aber nicht grillen. Ne? Und er haut da mit dem Löffel drauf, klatsch. Also schon eine lustige Geschichte, auch Destiny. Geschichte hier, Force of Destiny ist da. Ne? Also ich habe mir auch alle Folgen angeschaut, musste schmunzeln. Wie gesagt, es sind immer so knapp 3 Minuten, die da gezeigt werden. Erst die englischen mir angehört und dann gesucht und auch gefunden bei Disney. Alle Folgen dann in Deutsch. Also sie spielen alle mit, ja, so ungefähr wie Infinity War, sage ich jetzt mal, alle Helden, die wir so kennen, sind bei Destiny irgendwie verworben, zusammen, machen auch was zusammen und so weiter und so fort. Gut, es war nicht das T-Shirt, ich warte nämlich immer noch auf T-Shirt, denn heute sollte alles kommen. Der Tag ist noch lang, aber wieder so ist mit den Montagen. Da werde ich wohl wieder sitzen bleiben. Ich kann ja mal eben gucken hier. Aber ich vermute, also es sollte heute eine Menge kommen. Ich wollte, deswegen habe ich auch gerade hier angefangen, meinen Monolog von mir zu geben. Aber dann kamen, wie gesagt, die Jugendlichen rein da um die 12. Die fanden das gar nicht lustig. Spider-Man löst sich auf und so. Erste Disput, wie gesagt, mit Iron Man. Iron Man wollte ihn zurückschicken und so weiter. Schau mal, also heute sollte an sich eine Menge kommen. Okay, das Allerschönste, was ich euch vorstellen werde, leider erst spät im Mai. Aber heute sollte ein Riesenklops kommen, den ich euch vorstellen wollte. Dann, wie gesagt, noch einige Destinies. Also sie ist ja gekommen über Paket, ne? DHL, auf die ist versucht. Der DHL ist Verlass, die ist mit DHL gekommen, kein Scherz. Ne? Da steht ja auch DHL. Ne? Das ist Amazon, aber über DHL. Und das andere kommt natürlich alles wieder von Amazon selbst. Und darauf werde ich wohl reichlich warten müssen. Ne? Heute ist der 14. Mai, ich verfolge mal eben. Mal gucken, was er sagt. Ihr Paket trifft möglicherweise am bis. Also, das war der 9. Mai.
Vom Mittwoch, den 9. Mai. Mögliche Verzögerung bei der Auslegung wegen Fehlleitung. Keine Ahnung, heute. Es sollte am 14. kommen. Ja. Sollte auch über DHL kommen, ist aber nicht gekommen. Mahlzeit, hallo. So, bald kommt die Sendung, die wir hier versuchen zwischen 30, 40 plus und 55 plus auf den Weg zu bringen. Wir Älteren unterhalten uns über Star Wars. Heute waren etliche Kunden da, die bei Infinity Wars bei Marvel waren. Also die Kinder zwischen 10, 12 und 14 kamen überhaupt nicht klar, dass ihre Stars, alle gestorben sind. Da ist keiner übrig geblieben. Ja? Und Monsieur saß dann da oben und lächelte. Gut. Der Dialog ist klar, wir Älteren haben es ja verstanden, dass die wiederkommen werden. Ja, im zweiten Teil ist klar, denn Marvel ist genauso eine Geldkiste wie Star Wars. Nur Star Wars, und da sind wir ja, dürfte sich sowas nicht eingestehen. Gut, sie könnte, wenn J.J. Abrams das so möchte, ja, gewisse Leute wieder auferleben lassen, auch Luke Skywalker. So, E8 ist gespalten, E8 bleibt gespalten, umso mehr ich zuhöre, zusehe und es mir selbst ansehe, komme ich auch zu dem leider Zerriss, dass E8 halt etwas wäre für einen sogenannten Reboot, alles neu machen etc. pp. Und Ruhe ist. Auch wenn wir schon in den Terminus sind, müsste 1, 2 und 3 auch neu gemacht werden, ohne Jar Jar Binks und was weiß ich nicht alles und auch ganz andere Figuren. Also, wir lassen es, meiner einer sowieso. 30, 40 plus und 55 plus sehen das sowieso komplett anders oder sehen es so wie ich auch. Wir sind der Meinung, wir haben jetzt seit 2015 Star Wars 2.0, also neu. Und jeder quasselt ja davon, die Macht ist der Macht, die Erschütterung der Macht. Freunde der Macht, so ist das nun mal. So, 1 bis 6 ist erledigt, 1 bis 6 ist durch. Ja, die Skywalkers da, Darth Vader ist verstorben. Und dadurch war es, Ende aus und sie leben fröhlich bis ans Lebensende, Punkt aus. 7, 8, 9 zeigt uns was anderes, aber auch egal. So, Star Wars darf nicht das, was Star Wars macht, besonders 2.0. Marvel macht, was er will, ja. Das sind die Comic-Helden, die können halt versterben, alle auf einmal, ein Spider-Man im Weltall. Disput mit seinem Iron Man und Spider-Man sind wie Vater und Sohn. Er widerspricht und macht sich, ja, ist klar, ist dann auch verdunstet sozusagen und verschwindet. Genau wie im Abspann nachher Marvel Shield da auch alle sich auflösen. Nichts ist mehr da. Er hat es geschafft, ja. Und Thanos lacht da mit seiner dicken Faust, ihr könnt nicht mal. Und das war's. So, alle haben gestutzt, alle blieben hängen. Was ist denn geschehen? Besonders Jugendliche, wie gesagt, zwischen 12 und 14, die haben das nicht verstanden. Heute war wirklich was los, sonst würde ich jetzt hier vor laufender Kamera nicht so echauffiert reden. So, Marvel kann sich alles erlauben. Marvel kann machen, was er will. Marvel hat zwar, aber danach haben alle gemerkt, hier stimmt was nicht. Der ist auch ziemlich ruhig geworden. Ja, in dem Marvel-Bereich waren die ersten Tage ziemlich hohe Töne und dann, komm, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja? Da ist gar nichts mehr. Ich bin am Recherchieren gewesen wie ein Weltmeister und deswegen mache ich auch keine Marvel-Sendung, sondern bleib bei Star Wars. So, ist klar, Johnson hat nun mal mit E8 einen Zerriss veranstaltet. Ich hoffe, J.J. Abrams kittet es, macht es neu und macht alles wieder. Denn 7 war okay. Ja, 7 war okay. Hätte auch anders sein können. Ich meine, so ein Darth Vader 2.0 gibt es da nicht. Kylo Ren ist keiner. Wenn man so liest und wenn es stimmt, dann ist auch E9 mit den ganzen Wasserplaneten und was weiß ich nicht, also keine Rebellion mehr. Ja, The Resistance, wenn wir das mal französisch aussprechen, wenn das kommt Ende im Herbst und vielleicht nächstes Jahr mal hier im EU- bzw. Deutschprogramm Disney, werden wir sehen. Und wie gut es wird, werden wir auch sehen. So, ich habe mir am Wochenende Destiny, also Force of Destiny. Ich bin auch froh, dass ich fast alle Figuren hier habe. Mir fehlen noch diverse, die hole ich mir dann nachher auch. Ich mache so eine Ecke auf, in der kommt 1 rein, in der 2, 3, 4, 5, 3a, also Rogue One und so weiter. Und dann habe ich das alles hier schön hängen.
eine schöne, wunderschöne Dekoration. Und wenn meiner einer mal nicht ist, kann dann derjenige, welche, der mich dann verbuddelt, das dann gut verkaufen. So sehe ich es mittlerweile. Ich werde auch einige Figuren hier verkleiden. Ich habe da einiges kommen lassen für die erste Sendung. In der ersten Sendung werdet ihr tolle Sachen sehen, die dann irgendwie an die Figuren kommen, dass sie auch hier stehen, bewundert werden. Preis ist heiß, ist klar. So eine ganze Club von Jabba. Nee, nicht Jabba, so hatte, der gefiel mir nicht so, das so Plastikgummi-Gezünde da. Nee, Chewie, Chewbacca. Ja, Chewbacca, zwei etwas kleiner, 1,80 Meter statt fast 2 Meter, weil dann müsste ich halt größere Figuren kaufen. Man bietet mir leider das Originalkostüm nur etwas kleiner an. Ich bekomme auch den Replikkopf, also richtig den Replikkopf, ja. Also man muss auch schön hier alles schwarz machen, wenn man die Maske tragen würde wollen, mit Zähne und allem drum und dran. Man müsste dann die ganze Zeit rumschreien. Ihr wisst ja, Chewbacca hat eine andere Aussprache. Wenn unser einer die Maske tragen würde, müsste, wäre es der erste Chewbacca, der auch sprechen kann, dann noch Deutsch. Ist klar, ob er das wird, weiß ich nicht. Jedenfalls auch 1:1 wird Yoda erscheinen. Zwar im Plüsch, nicht im Original, weil im Original steht er ja nur rum. Im Plüsch kann man wunderbar arbeiten vor laufender Kamera. Wie gesagt, das Vaderhemd ist da, röcheln kann man hier durch die Gegend laufen, auch vor der Kamera kann man rumröcheln und reinsprechen, wenn es klappt. Meistens klappt es ja nicht, die elektronischen Replikas von Hasbro sind ja nicht meist die guten. An einem Helm wird natürlich auch gearbeitet, das versteht sich, und zwar hole ich mir den wieder von die Stormtrooper. Den neuen Stormtrooper wird mir halt noch nicht angeboten, und wenn, von Atmos, und das ist ein bisschen heftig für Kameraarbeiten. Es ist nun mal und es bleibt auch Kulisse. Nur wer gerne haben möchte, bestelle ich natürlich auch diese ganz teuren Sachen. Versteht sich. Aber nur dann, wenn jemand das haben möchte, weil wir sind hier kein Verkauf, wir sind auch keine Fans, sondern wir sind nun mal eine Firma, die halt Filme erstellt und Filme macht. Und hin und wieder braucht man halt auch Dekoration für gewisse Spielfilme, die dann hier ausgeliehen werden. Wenn eine Kamera irgendwo lang fährt, dann seht ihr irgendeine tolle Figur, die dann bei uns hier gemietet worden ist für den Film zum Beispiel. Ja, weil Filmleute halt auch nicht sowas kaufen, sondern mieten und dann für ihre Produktion dann verwenden. Unser Eins bekommt es dann zurück, wenn es gut ist, gut. Wenn es kaputt ist, müssen die Leute zahlen, ist so klar. Ansonsten wird das Ganze nur gemietet. Filmpool, komparsen.de und die anderen hier, die diverse Sachen, und manche Schauspieler wissen ja jetzt ganz genau, wenn sie wieder zuschauen, was ich da meine. Na, wenn ich Glück habe, ist auch irgendwann mal der Wendler wieder hier, der auch Star Wars liebt. Der Herr Söder, CSU, liebt Star Wars, und der Herr Lindner mag Star Wars, weil er die Zukunft mag, etc. pp. Das sind halt die etwas kalibrigen sogenannten, die hier bei uns im Club mit verweilen und hin und wieder dann darüber sprechen, wie gut sie etwas fanden oder wie gut sie es nicht fanden. So, meiner einer, wie gesagt, wird jetzt losliegen. Es wird jetzt eine tolle Sache hochgefahren. Wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass bis zum 26. alles hier ist, was bestellt worden ist. Leider ist auch das Vader-Kostüm leider abhandengekommen, weil die vergessen haben, die Straße. Die konnten halt mit dem Oberbegriff nichts anfangen. Und deswegen ist es zurückgegangen. Ich will hoffen, dass der Verkäufer darauf reagiert. Die Straße, ansonsten schreibe ich ihm morgen nochmal, dass er da auf die Kölner Straße 36 einträgt, damit das hier ankommt und wir das dann verwerten können. Also Chewbacca ist da, also wäre dann da. Chewbacca wäre da, Yoda wäre da, Darth Vader wäre da. Stormtrooper weiß ich nicht, ob der schon da wäre, aber dann diverse andere Figuren, die dann um uns herum hängen werden, und wir werden halt tief eingreifen in Star Wars. Wir werden auch die Fanboys auseinandernehmen. Fanboys sagt jeder, das ist ja Unternerd, das ist total Nerd, das ist Freak schon, das ist eine absolute Freak-Gemeinschaft. Ist halt so, das ist eben so, die sind so, wir nicht. Wir wollen eine Sendung machen über Star Wars, von Star Wars Fans, für Fans, aber auch nur Star Wars von der Elite. Also von George Lucas, der heute Geburtstag hat. Heute ist der 14.05. und heute hat George Lucas, der 1944 geboren wurde, somit 75 Jahre alt ist, seinen Happy Day gehabt. Was er getrieben, was er getan, wissen wir nicht. Er ist halt in seiner Ranch oder lässt die Ranch Leute zukommen.
Darüber wollen wir auch berichten, über die Skywalker Ranch, die halt auch bei den Fanboys zum Beispiel als Film vorgekommen ist. Star Wars ist eine Menge, Star Wars ist halt und Star Wars darf sich halt nicht sowas erlauben wie bei Marvel. Es wäre ein Unding, ich meine, Qui-Gon Jinn hätte man dann zurückholen können. Alles nur geträumt. Ich meine, bei Ahsoka hat es geklappt, die hat man wieder zurückgeholt. Bei Rebels ist halt so, unter uns, ich bin und ich bleibe jetzt bei Star Wars 2.0. Ab 2015 ist für mich Star Wars 2.0. Ich habe mit Star Wars Ursprung abgeschlossen, mit 6 und tschüss, ist nicht, weil 7 ist anders, ne? Dass die zurückgesprungen, das ist mir alles vollkommen egal. Ich habe das alles gemerkt, jeden Spruch, egal was, konnte ich genau dazuordnen. Jetzt zum Beispiel Han Solo, die ganze Geschichte, wie Chewbacca zum elektronischen Spiel gekommen ist, wie ihm gesagt worden ist, du hast einen Zug gezogen, also musst du da und so weiter und so fort. Da lernt er so diese Spielzüge, die da in Abfolge, ne, und so weiter. Und in einem Falken, der absolut brandneu, super brandneu, der mir da so nicht gefallen wird. Ich freue mich natürlich auf 3D, weil ich nur ein 3D-Fan bin. Ich freue mich auch, wenn ich Glück habe, in 6 Monaten, oder sagen wir, ja genau, zu Weihnachten dann Han Solo für zu Hause und Weihnachten mir Han Solo dann in meinem 3D, was wunderbar, wirklich, alle sagen, endlich hast du es geschafft, endlich hast du das 3D, / IMAX. Wer IMAX zu Hause hat, weiß, was er da für eine Anlage hat, da brauche ich nicht drüber reden, ist so, eine tolle IMAX-Anlage und ihr habt wirklich Film zu Hause. So, und deswegen gehe ich auch nicht mehr wirklich ins Kino, deswegen gucke ich mir auch Marvel Infinity War auch zu Hause an. Ich habe mir alle Marvel zu Hause angesehen und es reicht. Ich werde vielleicht heute Abend nochmal Wonder Woman angucken in diesem 3D. Ich habe ja mehrere 3D-Verfahren und musste also wirklich sehr lange warten, bis ich das Richtige hatte. Ja, hat wirklich lange gedauert. Einige haben ja schon sehen dürfen und waren also hellauf entzückt und wollen das gute Stück auch haben. Soll ich dann, ja, dann spart mal schön und macht es euch und ich freue mich dann, wenn ihr es auch habt. Nachteilig, ich muss da nicht hingehen, weil ich habe es ja. So, und deswegen, dann wird man so ein bisschen einsam, weil jeder hat, meine Kollegen und Kolleginnen haben dann irgendwie dasselbe und sitzen dann alle für sich alleine oder mit ihren Freundinnen oder Freunden oder Bekannten oder Familien sitzen die dann in ihrem IMAX zu Hause Kino und schauen sich das an, wie ich jetzt im Moment zu Hause in meinem IMAX Kino das ansehe, fantastisches 3D. Ich habe auch schon, mein Kollege ist gerade in London, hat auch gerade gepiept, dass er angekommen ist. Er will also tolle IMAX-Filme dort ein. Die man dann schön zu Hause sieht. 3 haben wir schon. Einmal The Canyon, der ist Wahnsinn, man kann wirklich alles anfassen, wie es halt so war damals in den großen IMAX-Kinos, jetzt zu Hause, spitzenmäßig, okay, die machen ein bisschen den 3D, das Gerät, ein bisschen strubbelig, also wenn man dann ausschaltet, ist also das Bild ein bisschen komisch, weil da ist also, muss man schon eine andere CD bzw. DVD einlegen, damit es sich wieder beruhigt, weil IMAX hat schon eine Kapazität und ist schon Hammer. Ja, und das sind ja auch keine IMAX-Geräte zum Abspielen, sondern sind normale 3D-fähige Abspielgeräte im Blu-ray, DVD-Bereich und Unterbereich und haben auch ihre Zusätze von Netflix, Amazon, Dailymotion und so weiter. Ist die neueste Technik, merkt ihr schon, und macht tierisch viel Spaß. Aber das, was jetzt Marvel da verursacht hat, ich weiß nicht, da kann sich jeder aufregen, wie er will. Bei Marvel hört man nichts, ich weiß nur, dass Marvel in den ersten ist klar, danach peng, war Ruhe, man hört auch nichts mehr, man liest auch nichts mehr, ist ziemlich ruhig geworden. Über Infinity War ist klar, auch die Eltern heute, die auch nicht verstanden haben den Film, die Kinder, die, okay, zwischen 12 und 14, die haben es nicht verstanden, dass alle sich aufgelöst haben, dass die Eltern sogar gesagt haben, bleib sitzen, wir warten, was passiert, weil bei Marvel ist ja immer zum Schluss, kommt ja irgendwie sowas. Und da kam ja dann auch Marvel of S.H.I.E.L.D. und er griff da an sein Telefon ein paar Minuten später, paff, war der auch weg. Gut, es wurde gesagt, wir müssen warten, bis wir alle Infinity-Steine wieder zusammen haben und wieder und so weiter. Aber Dr. Strange sagte ja, wir haben 14 Millionen Mal verloren, nur einmal gewonnen, kann man sich also ausrechnen. Sie haben also einmal gewonnen, sie müssen halt in dieser Zeitschleife da
und durch die Infinity-Steine und so weiter und so fort müssen die natürlich wieder zurück und dann haben sie ihn vielleicht doch dann doch mal besiegt. Aber bis dahin sind sie erstmal weg. So, ich meine, so ein Spider-Man mitten im Weltall, das war schon lustig genug. Und wenn auch schon The Guardian, die Tochter, aufgelöst wird, also ihr wisst schon, versterbt, das ist auch schon eine Sache, er liebt sie ja nun mal. Das haben wir in Galaxy 2 ja gesehen, dass er sie liebt. Und ausgerechnet in Infinity War lässt der Vater sie sozusagen, also ne, die Schwester da, in Grün sozusagen sterben. Ne? Und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, da waren auch andere, also sehr witzig, sehr spaßig, alle die Dialoge, Monologe und so weiter, war ja auch richtig spaßig bei Marvel, aber meiner einer bleibt bei Star Wars. Wunder mich halt nur, dass wir da mindestens jetzt sogar drei Gruppen haben. Universe rauf und runter, Old Republic, ja, 1333 und so weiter, also diese gesamte Sparte in dem Bereich. Und dann jetzt haben wir diese Zweifachspaltung, weil E8 diese Leute da auch ein bisschen gespalten. Ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Solche habe ich jetzt mittlerweile auch. Wir haben immer geguckt, yeah, komm, lass keinen Bock drauf. Das ist doch kacke. Ne? Und dann die ganzen Sachen über E8. Also E8 hat einen richtigen Smasher verursacht. S8 hat da wirklich da reingehauen. Aber meine lieben Freunde, beruhigt euch, beruhigt euch. Han Solo schafft das wieder, weil das ist ein Top-Film. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ein richtig schöner Western. Und wer wirklich 2016 schon alles gelesen haben sollte, weiß, dass drei kommen, also für drei war geplant. Da ist halt so, Kennedy hat da etliche Schriftseiten veröffentlicht gehabt, wo man nachlesen konnte, Planwagen, Indianer und so. Ja, und die Indianer von heute sehen halt so aus wie jetzt, den ich noch nicht aussprechen kann. Ich habe mich ja noch nicht so intensiv reingeschraubt, um zu wissen, wie die Leute da jetzt alle heißen. Ich weiß nur, dass der 3-3-PO als Roboter nicht erscheint, 3-3-PO als Schauspieler, als richtiger Schauspieler erscheint, aber da achte mal drauf, wo er da ist und wie er da ist, also das ist schon mal eine tolle Sache. Der andere Willow-Darsteller, der kleinere, der ist natürlich immer dabei, ist richtig, es könnte sogar sein, dass er richtig zu sehen ist, weil er erstmal wieder als Gnom dargestellt wird, wie sie in der Reihe aufgestellt sind. Der kleinste davon ist Willow. Ihr wisst schon, der Schauspieler. So, und es sind ja immer fast dieselben da, die mitarbeiten, mitspielen. Ne? Also Newcast kommt natürlich bei E9 jetzt vor. Newcast ist, wie gesagt, verschiedene Sachen. Ob da eine Mara ist, aber ob das die Mara aus dem Bereich ist, da glaube ich kaum, sondern heißt vielleicht auch so. Oder JJ will jetzt ein bisschen, ja, weil Jason hätte ja auch gern, aber er will nicht, er will alles komplett neu gestalten und so weiter und so fort. Ab 1. Juni, 1. Juli etc. sind sie kräftig dabei und dann kommt der nächste noch, angeblich Obi-Wan Kenobi, wären sie dran etc. pp. Harrison Ford zum Beispiel hat sich rausgehalten, ist aber dann nachher doch ziemlich stark wieder eingetreten, ja, also hat in der Premiere dann sich rausgezogen, weil er natürlich auf der Skywalker Ranch schon längst gesehen hat mit George Lucas zusammen. Aber George Lucas hat es sich, wie gesagt, nochmal angesehen im Dolby Theatre. Ja, das sind also so Sachen, warum auch nicht? Ja, die schauen sich 3, 4, 5, 10 Mal an. Ich meine, unser einer auch auf der Timeline rauf und runter geschnitten, super geschnitten, nicht geschnitten, ungeschnitten, dann neu geschnitten und so weiter und so fort. Ist halt so. Und nachher sitzt man trotzdem nochmal da und schaut sich den Film nochmal an. Und wenn man den dann später für zu Hause hat, zieht man sich den auch noch zigmal rein. Weil es einfach Unterhaltung ist, weil es Spaß macht, dass unser einer jetzt hier vor laufender Kamera sitzt, darüber sind, ist deswegen, weil wir Spaß dran haben, weil wir nochmal Filme machen sind und selber uns jetzt eine Sendung aussuchen und jetzt auch zwei gute bei haben, wie Marco und wie Yushi. Es macht tierisch viel Spaß, die Filme jetzt auseinanderzunehmen, darüber zu sprechen. Deswegen wollen wir uns den Film erstmal angucken, jeder für sich angucken, aufnehmen, in sich aufnehmen, Notizen machen und dann nach dem Film, sobald er online ist, alle Daten vor laufender Kamera auseinanderzunehmen, eine tolle Sendung zu machen, dass ihr auch Spaß habt, zuzuschauen. Ja, das wird jetzt in Szene gesetzt, das geht jetzt auf die Reise und ich wünsche euch in dem Fall viel, viel Spaß. Wie gesagt, ist ein bisschen durcheinander, die Online-Welt, die Realität, sind schon mal zwei verschiedene Schuhe, die überhaupt nicht zusammenpassen. Die laufen aneinander vorbei, ja? Die erzählen online so viel, in realen kommt so viel, ganz anders.
denn heute war, wie gesagt, so viel über Marvel, ist klar, so viel Enttäuschung der Kinder, die das nicht richtig alles verstanden haben. Die musste man erstmal alle beruhigen hier. Fand ich super toll, sonst hätte ich jetzt auch nicht so einen Monolog hier durchgezogen. Ja, ist eben halt so. Ich bin halt ein bisschen verwundert, dass Star Wars momentan so ein bisschen durch Johnson verunglimpft wurde und wird und viele überhaupt nicht verstehen, besonders die 98, beziehungsweise 89, 98 geboren wurden oder im Jahr 2000, die jetzt 16 sind, 17 oder jetzt 20 sind, die etwas mehr durcheinander hauen, irgendwie das Ganze nicht richtig ordnen. Ich habe sehr viele hier, die 4, 5 und 6 gar nicht sehen wollen, weil denen das zu alt ist. Solche Leute, wenn ihr Star Wars Fans seid, müsst ihr alles gucken. Ob es euch gefällt oder nicht, okay, Evox, die Karawane muss nicht unbedingt sein, aber auch das gehört dazu. Auch die Zeichentrickfilme gehören dazu, Disney, alles gehört. Alles, was damit zu tun hat, gehört dazu. Und wer jetzt zum Beispiel Disney, die habe ich mir alle angesehen, jetzt habe ich reichlich viel verstanden. Also ich habe schon ein bisschen mehr verstanden, wer wie wo was zusammenhängt. Ja, also ist schon nicht schlecht. Ja. Ich meine auch die Slapstick von Han Solo immer, wie sie da die Stormtrooper grillen, fand ich nicht schlecht. Ja, geht zum Chewbacca, aber ist klar, mütterlich, wie sie nun mal ist. Leia Organa geht da hin und sagt, ey, dürft ihr nicht, und der kleine Organa.